Der zweite Teil der Römerkampagne erinnert mal wieder daran, wie scheiße ich eigentlich in diesem Spiel bin. Jedenfalls kann es einem so vorkommen, denn diese Karte ist zwar kein Dark 6, könnte aber auf normal die schwerste in dieser Kampagne sein. Nachdem wir in der letzten Mission die beiden Burgen der Trojaner erobert haben, müssen wir uns nun 5 ihrer Außenposten stellen. Dabei ist Blau nur am Anfang gefährlich, da sie keine funktionsfähige Siedlung haben und ihnen schnell die Siedler ausgehen. Grün besucht uns nur am Anfang, wird aber vermutlich der letzte Spieler sein, da er von den anderen geschützt wird. Gelb startet mit einer voll ausgebauten Siedlung und stellt die größte Bedrohung dar. Im Gegensatz dazu hat Lila nur eine Mana-Produktion und keine Möglichkeit, uns aktiv zu schaden. Orange ist die zweitgrößte Bedrohung und wird euch vermutlich besiegen, wenn Gelb es nicht schafft und ihr euch nicht schnell genug erholt. Ihm fehlen aber Mana und Priester. Unsere Vorgaben entsprechen im Grunde genommen einer HG-HG-Karte, aber redet euch nicht ein, dass es das einfach macht. Bereits nach 20 Minuten kann euch Grün angreifen, Blau folgt nach 30 Minuten, Gelb nach 40 und Orange nach 60. Zum Teil habt ihr etwas mehr Zeit, weil die Laufwege ziemlich lang sind, aber Orange und Gelb sind langfristige Bedrohungen. Ihr werdet also mindestens die ersten 90 Minuten in der Defensive verbringen. Die Gebirge auf der Karte sind voller Kohle, alle anderen Rohstoffe müsst ihr aber tatsächlich suchen. Stein und Gold findet ihr in diesem Zipfel, den ihr auch mit als erstes erobern solltet, um die Steinvorkommen zu nutzen. Eisen findet ihr hier an der Küste und hier ist auch ein guter Ort für eure Schwerindustrie. Das Gebiet im Süden eignet sich später gut für den Weinanbau, was ganz interessant ist, um später mit dem Auffrischungszauber zu verhindern, dass euch Eisen und Gold ausgehen. Lasst das Gebiet aber am Anfang links liegen, das Bauland ist nicht gut für den Anfang geeignet. Die anderen Gebirge sind ähnlich ausgestattet, lasst sie also von Geologen erkunden, sobald ihr die Gebiete kontrolliert. Eure beiden Burgen stehen nicht nah genug beieinander, um sich gegenseitig Deckung zu geben, reißt also die linke ab und setzt die rechte neu. Oberhalb der früheren linken Burg führe ich meine Woodline lang, holzt aber auch die übrigen Bäume ab. Für Stein sorgen 2 Steinmetze und eine frühe Steinmine, der Flaschenhals beim Gebäudeaufbau werden eher Holz und Siedler. Ein großes Wohnhaus sorgt am Anfang für Abhilfe, aber 2 mittlere dürften die bessere Option sein, da sie unabhängig voneinander fertiggestellt werden können. Dann könnt ihr euch auch 15 Planierer und 20 Bauarbeiter leisten, etwaige Lücken an euren Grenzen können Pioniere schließen. Baut eure Häuser am besten in Reihen rechts oberhalb eurer übrigen Burg, auf diese Weise tragen sie zur Verteidigung bei, da sich größere Truppenverbände nicht mehr so effizient bewegen können. Was eure Schwerindustrie angeht, werdet ihr am Anfang nicht zuverlässig Level 3 Soldaten produzieren können, baut also erstmal jedes Gebäude der Metallverarbeitung einmal. Eine Eisenmine, eine Goldmine und 3 Kohleminen sollten für den Anfang reichen, lasst eure Kohleminen von euren beiden Fischern mit versorgen, bis eure Brotproduktion steht. Diese könnt ihr nördlich eurer rechten Burg aufbauen, für Fleisch können am Anfang einige gut verteilte Jäger sorgen. Fischer findet ihr in der Bucht in eurem Startgebiet. Micromanagt eure Soldatenproduktion etwas, wenn ihr überschüssiges Gold habt, investiert ruhig in Level 3er, aber wenn ein Angriff ansteht, helfen auch Level 1er. Was die Verteidigung angeht, habe ich nur 2 zusätzliche große Türme gebaut, um die Tür der Burg abzudecken, für mehr war kein Platz. Das alles sollte nach etwa 45 Minuten stehen, pünktlich zur großen Prüfung durch Gelb. Wenn ihr den Angriff gut übersteht, seid ihr schon auf einem guten Weg, aber baut eure Schwerindustrie weiter aus, soweit es eure Gold- und Eisenvorkommen zulassen. Am Ende hatte ich 2 Eisenschmelzen, 4 Goldschmelzen und 4 Waffenschmieden. Die gute Nachricht ist, dass Orange im Gegensatz zu Gelb keine Priester einsetzt. Nach 100 Minuten begann ich, das Gebiet des blauen Spielers zu übernehmen, beachtet aber, dass Orange dort reinsiedeln kann. Danach folgte Lila, passt aber auf die feindlichen Priester auf und vernachlässigt eure Verteidigung nicht. Sobald Blau und Lila weg sind, ist Orange an der Reihe, seid aber auf das Echo gefasst. Weder Orange noch Gelb können einem längeren Angriff standhalten, danach sind ihre Wirtschaften leichte Ziele. Wenn ihr zwischen Orange und Gelb Grün noch nicht erledigt habt, holt das zum Schluss nach. Speichert aber regelmäßig, auf dieser Karte hatte ich tatsächlich einen Absturz nach etwa 2 Stunden. Insgesamt brauchte ich 3 Versuche und im dritten Anlauf war die Schwierigkeit auch relativ fair. Auf leicht solltet ihr keine Probleme bekommen, da so ziemlich alle Angriffszeiten mindestens verdoppelt werden, ihr zusätzliche Startvorgaben bekommt und die KI nicht so aggressiv sein dürfte, solange ihr sie nicht provoziert. Sobald ihr diese Karte schafft, kann die Belagerung von Troja beginnen.